liebe Werder-Fans, viele von uns kennen sich, wir kennen uns, viele Leute haben mich begrüßt. Ich bin jetzt in neuer Rolle. Ihr habt es gehört, Anne ist jetzt zuständig, aber ich bin dennoch heute hier, um euch auch das klare Zeichen zu geben, dass es die Wertschätzung für die Fans und für die Fanclubs auch durch den Präsidenten in Zukunft geben wird, auch wenn er operativ nicht mehr in der Geschäftsführung verantwortlich ist. Aber als Präsident habe ich immer noch sowas wie eine Gesamtverantwortung. Und ohne die Fans und ohne den Zusammenhalt mit den Fans werden wir als Werder in diesem knallharten Wettbewerb der Bundesliga nicht bestehen können. Und dass wir uns alle hier einen Zusammenhang schaffen, in dem wir uns wohlfühlen. Ich habe gerade eben Karin begrüßt, die Rollifahrerin, die sagte, schön wieder in der Familie zu sein. Das war der Ausspruch, mit dem sie diesen Zusammenhalt heute und dieses Treffen heute beschrieben hat. Und ich finde, das ist ganz treffend. Weil Familie hat etwas mit enger persönlicher Bindung, mit Emotionen zu tun. Und natürlich streitet man sich auch mal in der Familie, aber man kommt am Ende immer wieder zusammen. Und um euch dieses Signal zu geben, um zu zeigen, ich bin auch weiterhin da, ich bin ansprechbar, wie gesagt, in neuer Rolle. Deswegen stehe ich heute hier und ich werde gleich auch noch, wenn wir hier mit dem spannenden Talk durch sind, auch nochmal zu euch an die Tische kommen. Wir werden nochmal ein bisschen schnacken. Ich werde vielleicht nicht alle und jeden schaffen, aber ich will es wenigstens versuchen. Also, auf gleich, wir gucken und ich freue mich auf die Zeit mit euch. Alles Gute und toll, dass ihr da seid.